Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute in Systeme etwas anschauen, und zwar die Schnittstelle der Befehlszeile oder des Betriebssystems zum aufgerufenen Programm. Also wir haben gesehen, wir haben in der Main, in der Funktion Main eine Schnittstelle, und da haben wir meistens Void hineingeschrieben bei der Parameterliste. Aber hier kann man auch was anderes schreiben als Void. Also hier kann man hier effektiv etwas hineinschreiben, und das ist dann die Schnittstelle der aufrufenden Umgebung zum Programm. Also man kann einem Programm etwas mitgeben beim Aufrufen, und das können wir dann im Programm dann auswerten. Das ist die Schnittstelle der Funktion Main. Wie schaut denn diese Schnittstelle aus? Also schauen wir uns das mal an einem Beispiel. Okay. Ja, wir haben also hier viel Kommentar, so wie es sein soll, und da habe ich da mal hineingeschrieben, was es ist. Also wir haben eine Schnittstelle, die schaut so aus. Also wir haben hier sehr oft zwei Argumente. Es gibt auch die Variante dann mit drei, dann noch mit den Umgebungsvariablen, oder die wollen wir mal weglassen. Und zwar, das erste Argument ist eine Ganzzahl, und die zählt die Anzahl der Elemente auf der Befehlszeile. Also wenn wir ein Programm aufrufen, dann haben wir mal den Aufruf, also Programmaufruf selbst, das ist das erste Element, und dann haben wir die Argumente, die wir übergeben. Also wir haben also in Arg C zum Schluss die Anzahl der übergebenen Argumente plus den Programmaufruf, also plus 1, so funktioniert das in C. Also das ist die Anzahl der Elemente auf der Befehlszeile, der Programmaufruf wird mitgezählt, also ist Arg C um 1 größer als die Anzahl der Argumente. So, das ist noch einfach, das ist eine einfache Zahl. Jetzt wird es lustig. Und zwar haben wir ein Feld von Char-Stern. Was ist denn das? Das ist dann ein Feld von Zeigern. Und wenn wir das mal anschauen wollen, wie schaut denn das aus? Also da haben wir dann ein Feld von Zeigern, und diese zeigen dann wohin? Die zeigen auf Zeichenketten. Und die Zeichenketten, das sind dann, die beinhalten die einzelnen übergebenen Elemente auf der Befehlszeile. Wenn wir das mal anschauen wollen, dann haben wir in ArgV an der Stelle 0 haben wir den Zeiger auf die Zeichenkette mit dem Programmaufruf. ArgV an der Stelle 1, wenn vorhanden, den Zeiger auf die Zeichenkette mit dem ersten Parameter und so weiter. Und wenn das abgeschlossen ist, dann folgt noch ein Zeiger Null. Also nach dem letzten Zeiger mit einem Inhalt, folgt noch ein Null. Also eines, nicht alle, sondern eines. Und ja, wie schaut denn das aus? Wie kann man das benutzen? Also Arg C, ganz normale Ganzzahl, Integer. Also hier habe ich es einfach mal ausgegeben. Also Arg C ist gleich Prozent I, ein Integer. Arg C, das war's schon. ArgV. ArgV, das ist dann dieses Feld von Zeigern. Ich habe das auch mal da versucht zu zeichnen. Also wir haben hier ArgV, also das ist so wie ein Doppelzeiger, und das ist dann ein Feld von Zeigern. Und wo zeigen die hin? Also die zeigen auf Zeichenketten. Der erste ist der Aufruf selbst. Dann folgt, und da haben wir jetzt ein Beispiel gemacht, ja, der Aufruf, und dann Pla 1, Pla 2, Pla 3, dann folgt hier ArgV an der Stelle 1, ist dann die Zeichenkette Pla 1, ArgV an der Stelle 2, Pla 2, ArgV an der Stelle 3, Pla 3, also was man halt hier übergibt. So, und dann folgt das, was man nicht mehr übergibt, und zwar der nächste, ArgV an der Stelle 4, ist Null. Also dort steht dann nichts mehr. Also null.
drinnen, das ist auch eine Terminierung. Und das kann man jetzt benutzen. Also ich könnte jetzt machen, vor i, an der Stelle i, gebe ich dann aus, oder ich könnte auch abfragen, also i kleiner als arg c, also ich kann dann abfragen, also dass ich da nicht drüber hinausgehe. Und dann gebe ich von 0 bis eben kleiner als arg c die einzelnen Zeichenketten aus. Oder ich kann auch ganz frech machen, ohne das i abzufragen und ohne das arg c zu verwenden, sage ich, solange arg v an der Stelle i ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es verschieden ist von nicht. Und nicht, das ist null. Das heißt, der wird so lang ausführen, solange hier etwas drinnen steht. Wenn der auf null stößt, gell, dann sagt er, Schluss, fertig, die Vorschleife wird nicht mehr ausgeführt. Gell? Also, das kann ich so machen. Das ist dasselbe, wie ich, wenn ich schreiben würde, arg v an der Stelle i verschieden von null. Gell? Was mache ich hier drinnen? Hier drinnen gebe ich dann etwas aus, und zwar gebe ich auch arg v an der Stelle i, gell, gebe ich mal das i aus, dann ist gleich Prozent s, gebe ich also die Zeichenkette aus, und dann gebe ich nochmal das da als Adresse aus, gebe ich die Adresse davon aus. Gell. Und wenn das Ganze fertig ist, dann gebe ich es nochmal aus, gell, weil... Was macht denn die Vorschleife? Die Vorschleife gibt alle aus, die eben nicht null sind. Das nächste ist null. Und hier zwinge ich ihn dann, noch eine Ausgabe zu machen mit arg v an der Stelle i, das nächste Element nach dem letzten gültigen. Und hier steht dann null drinnen. Gell? Und das wollen wir mal ausprobieren. Gell? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Make, schauen wir mal. Oh, hat funktioniert. Kein Warning, nichts. Was haben wir hier? Hier haben wir dann arg v. Also, schauen wir mal, arg v, rufen wir es auf. Was passiert? Er sagt, Argument counter ist 1, gell? Warum 1? Der Aufruf ist da, gell? Also, wir haben etwas auf der Befehlszeile. Und ja, wenn wir das, die Schleife durchlaufen, dann sagt er, aha, arg v an der Stelle 0, das ist nicht null, gell? Wird also ausgegeben, gell? Und was steht denn drinnen? Also, der Index ist 0. Das ist arg v an der Stelle 0, das ist der Aufruf, und dann ist der Zeiger, gell? Also es wird der Zeiger angegeben, wo also das hier im Speicher steht. Gell? Und dann arg v an der Stelle 1 ist schon null, gell? Und, ja, und also kommt da nichts mehr raus. Machen wir das nochmal, machen wir arg v mit bla 1, bla 2, bla 3. Gell? Und jetzt arg c müsste jetzt 4 sein, gell? Arg v an der Stelle 0 bleibt draufruf, und an der Stelle 1, 2, 3 wird dann bla 1, 2, 3. Schauen wir mal, was rauskommt. Okay, ja, kommt raus, gell? Also arg c, arg v, das ist der Aufruf des Programms, und dann folgt bla 1, bla 2, bla 3, gell? Und wenn wir schauen, gell, also hier haben wir, aha, das ist 0, also 5 Unterschied, aha, und dann hier nochmal 5 Unterschied, gell, also hier haben wir hier 1, 2, 3, und dann noch die Terminierung, aha, gell, also hier kann man schon fast erkennen, wie das ausschaut, gell, also das sind dann die Adressen, gell, ja, also, so kann man das verwenden, gell? Wichtig ist, das sind Zeichenketten, gell? Wollen wir da das als Zahl interpretieren, dann müssen wir A2I machen oder mit einem S-Scan-F dann auslesen, was wir herauslesen wollen, gell? Aber auf jeden Fall, wir haben nur Zeichenketten hier, gell? Ja, und was wollen wir jetzt machen? Wir haben ja einen Taschenrechner geschrieben, und die erste Version war mit einem eigenen Parser, gell? Wir haben also einen Parser geschrieben, der diese, die einzelnen Terme, gell, im Ausdruck, den wir berechnen wollen, gell, dann auswertet, gell, und herausholt, und dann haben wir diesen, ja, ganzen Ausdruck dann ausgewertet, diesen Ausdruck, diesen arithmetischen Ausdruck, den umgekehrt polnischer Notation.
Jetzt wollen wir etwas machen. Wir wollen einen Taschenrechner schreiben, dem wir den Ausdruck übergeben können. Gell? Also das sollte dann sowas werden, dass wir hier, ja, hier haben wir arg C, arg V, gell? Und wir wollen dann vielleicht einen UPN-Rechner haben, gell? Und wir wollen ihm zum Beispiel sagen 1, 2 plus 3 plus, gell? Und der soll dann, ja, das haben wir ja nicht, machen wir dasselbe mit arg C, arg V. So. Und der soll dieses dann verwenden, um diesen Ausdruck auszuwerten. Gell? Ja, das ist also eine zweite Version unseres Taschenrechners in umgekehrter polnischer Notation. Gell? Also den mit dem eigenen Parser, den erstellen wir, machen ihn fertig, gell? Und dann wird es eine zweite Version mit einem ja, mit der Auswertung der Befehlszeile, gell? Also der Argumente, die übergeben werden.